Recht herzlich willkommen beim Livestream zum Thema das Pflichtpraktikum heute an der BHZ. Wir begrüßen alle Zuseherinnen und Zuseher auch im Internet aus der BHZ in Wien an allen 117 Hackstandorten und Handelsschulen in Österreich mit einem dosenden Applaus. Herzlich willkommen. Handelsakademie, Handelsschule, die Schulen der Praxis. Was gehört zur Praxis dazu? Das Pflichtpraktikum. Und wir freuen uns heute, dass unsere Partner der Arbeiterkammer heute bei uns zu Gast sind. Philipp Brooks und Christian Hoffmann, ein Applaus und viel Spaß beim Vortrag. Gutes Gelingen. Sind wir schon? Super. Sind wir schon da? Ja, ich glaube. Also auch von mir und von uns einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler im Saal und auch liebe Schülerinnen und Schüler, die vor den Bildschirmen sitzen und auch einen lieben Gruß an meine Oma, die gesagt hat, sie wird heute zuschauen. Also hallo. Mein Name ist Philipp Brooks, ich bin Jurist in der Arbeiterkammer und bin dort im Speziellen für das Arbeitsrecht zuständig. Mein Kollege Christian Hoffmann ist Bundesjugendsekretär in der GPA DJP, also in der Gewerkschaft der Privatangestellten. Druck, Journalismus und Papier. So ist es. Man hat uns gebeten, heute diesen Vortrag, diesen Workshop vorzubereiten zum Thema Pflichtpraktikum, weil die meisten von euch oder wahrscheinlich alle von euch kommenden Sommer oder in nächster Zeit ein Pflichtpraktikum absolvieren dürfen oder müssen. Mir ist das Thema insofern nicht nur aus juristischer Sicht ein besonderes Anliegen, sondern auch persönlich. Ich habe früher, als ich noch so alt war wie ihr, ein Pflichtpraktikum absolvieren müssen an meiner Tourismusschule. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich heute darauf zurückblicke, hätte ich mir gewünscht, dass mir jemand ein bisschen meine eigenen Rechte für dieses Praktikum näher gebracht hätte. Und deshalb sind wir heute auch hier. Wir werden versuchen, das vielleicht nicht ganz so spannende Thema rechtlich gesehen spannend zu verpacken, interaktiv zu machen. Wir werden die Themenblöcke, die wir ausgewählt haben, mit einem kleinen Praxisfall einleiten. Einem Fall, den ihr mit Ja oder Nein beantworten könnt, und zwar online. Mehr dazu dann später, wobei einen Probelauf haben wir ja im Saal schon gemacht. Und diesen Praxisfall werden wir dann versuchen, rechtlich zu beleuchten und auch aktuelle Debatten dazu ein bisschen in den Raum zu werfen. Ja, bevor wir dann in das Rechtliche eintauchen, würden wir mal sagen, wird der Christian ein bisschen uns bzw. unsere Arbeitgeber vorstellen und dann tauchen wir in die rechtliche Welt des Pflichtpraktikums ein. Genau. Herzlich willkommen von meiner Seite. Freut mich, dass ihr so viele seid und dass da draußen auch so viele zuschauen. Vielleicht gleich als erster Einstieg. Arbeiterkammer, Österreichischer Gewerkschaftsbund. Wer hat das schon mal gehört? Machen wir kurze Abstimmung im Saal. Put ihr eins ab, wer das schon mal gehört hat. Wer sagt, ist das was zum Essen? Passt. Also es heißt, die Kolleginnen und Kollegen im Saal haben mit großer Mehrheit gesagt, das sagt ihnen was. Die Kolleginnen und Kollegen, die es noch nicht gehört haben, denen werden wir gleich einen kurzen Einstieg geben, in was denn der Arbeiterkammer und was der Österreichische Gewerkschaftsbund machen. Vielleicht gleich vorweg, da steht ÖGB. Meine Gewerkschaft, die GPA DJB, ist Teil des ÖGBs, also des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Ihr seht da auf unserer Folie zwei Menschen, die sich die Hand schütteln. Heißt, beide Organisationen arbeiten sehr eng zusammen. Und wir werden uns jetzt ganz kurz anschauen, was machen die eigentlich so den ganzen Tag? Vielleicht noch ganz kurz für die, die zuschauen. Wir schauen zwar immer nach rechts, bei euch ist die Folie wohl links. Also ja, da nur, dass es nicht komisch ausschaut. Genau, also es sind zwei Mäxchen, die sich die Hand schütteln. Beide Institutionen sind Arbeitnehmerinneninstitutionen. Also Institutionen, die sich darum kümmern, dass es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Österreich gut geht. Sind sehr partnerschaftlich, eben deswegen die beiden Mäxchen, die sich die Hand schütteln. Und was machen die eigentlich so den ganzen Tag? Vielleicht fangen wir mal mit der Arbeiterkammer an. Der Philipp arbeitet selber im Rechtsschutz in der Arbeiterkammer. Kann der was mit dem Begriff Rechtsschutz im Saal anfangen? Was könnte das sein? Okay, das schützt unsere Rechte. Bitte da hinten zeigt. Die Kollegin hat da hinten gemeint, dass unsere Rechte eingehalten werden. Ja, genau. Geht es darum, vor allem um das Thema Arbeitsrecht. Also wenn ich zu lang arbeite, wenn ich zum Beispiel zu wenig Geld bekomme, wenn ich gar kein Geld bekomme, kann ich zum Beispiel zum Philipp gehen und mich beraten lassen, was ich da eigentlich so tun kann. Aber da gibt es nicht nur eben das Arbeitsrecht, sondern auch zum Beispiel Themen wie Konsumentinnenschutz. Hat das schon mal jemand gehört? Was ist das? Okay, wann geht man zum Konsumentenschutz? Welches Problem hat man oder könnte man haben, um dann zum Konsumentenschutz zu gehen?
Ja. Dort wurde der Zustand als wie neu angegeben. Es kommt aber in einem guten oder mittelguten Zustand aus. Und es sind klare Schäden zu sehen. Und dann greift der Konsumentenschutz, kann der Konsumentenschutz eingreifen und die Person beraten. Genau, also vielleicht, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Also was ist, wenn zum Beispiel, wenn ich etwas im Internet kaufe, es kommt und es ist zum Beispiel kaputt. Was kann ich da tun? Kann ich es reklamieren? Kann ich mir ein neues bestellen und so weiter? Das ist zum Beispiel Konsumentinnenschutz. Vielleicht noch ganz kurz, was wir vor kurzem, was wir vor kurzem präsentiert haben als Konsumentinnen und Konsumentenschutz. Ihr wisst ja, jeder, der ein Handy hat und der hat einen Vertrag, will den vielleicht irgendwann mal kündigen. Früher hat man 3 Monate Kündigungsfrist einhalten müssen. Das heißt, 3 Monate früher den Betreiber sagen, ich will kündigen. Und durch ein Urteil, das wir erwirkt haben gegen die Firma 3, ist das auf 1 Monat verkürzt worden und gilt jetzt auch für alle Netze. Also das wäre auch ein Fall von Konsumentenschutz. Wenn du das Problem noch immer hast und vielleicht gleich vorab, es ist okay, wenn wir uns duzen, also ihr könnt uns duzen und ich würde vorschlagen, wir duzen uns auch, dann sind wir da ein bisschen auf einem Level. Wenn T-Mobile das Problem macht, kannst du entweder bei uns anrufen, wir schicken dir dieses Urteil per E-Mail zu, dann kannst du das mit lieben Grüßen an T-Mobile weiterleiten oder du kommst direkt zu uns und wir rufen dort an und sagen denen auch einen lieben Gruß und dann klappt das. Also auch die T-Mobile-Kunden haben mittlerweile mit diesem Urteil diese 1-Monatsfrist bekommen. Genau. Was macht die Arbeiterkammer noch? Sie analysiert sehr viel, sie macht sehr viel Forschung, das ist relativ wichtig. Da geht es um Zahlen, Daten, Statistiken. Wie geht es zum Beispiel den österreichischen Arbeitnehmern in Betrieben? Also gibt es zum Beispiel einmal im Jahr eine Umfrage, wo es darum geht, wie ist das Arbeitsklima in Österreich in den Betrieben, was die machen. Und wichtig ist, die Arbeiterkammer ist eine gesetzliche Organisation. Das heißt, es gibt ein Arbeiterkammergesetz, wo geregelt ist, wer Mitglied ist. Und ist eben eine Vertretung auch vor allem gegenüber dem Staat. Also gegenüber staatlichen Behörden. Und wenn es zum Beispiel darum geht, wenn neue Gesetze beschlossen werden, wo werden Gesetze beschlossen? Genau, Gesetze werden im Parlament beschlossen. Wenn es darum geht, was ist eine Position von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu Gesetzen zum Beispiel? Genau, was macht eigentlich der ÖGB so den ganzen Tag? Wir machen Kollektivverträge. Wer hat das Wort Kollektivvertrag schon mal gehört? So, jetzt kommt wieder der selbe Joke. Ist das was zum Essen? Tollster Witz des Planeten. Es ist natürlich nichts zum Essen. Ein Kollektivvertrag ist eine Regelung für eine ganze Branche, wo bestimmte Dinge festgeschrieben werden. Dazu kommen wir dann auch nochmal später. Das ist unsere Hauptaufgabe. Ganz, ganz wichtig, was ihr euch merken sollt, vielleicht, weil das eben so partnerschaftlich zwischen den Organisationen ist. Die einen verhandeln die Kollektivverträge, das macht der ÖGB. Und die anderen sind die Hüterinnen und Hüter der Kollektivverträge. Das sind die, die darüber schauen, wachen sollen, dass die auch eingehalten werden, die Regelungen, die man sich da ausmacht. Also ÖGB unterstützen wir Betriebsrätinnen. Habt ihr schon mal gehört, Betriebsrätinnen? Frage an den Saal. Ihr habt sicher Klassensprecher, Klassensprecherinnen gewählt, oder? Ja, das sind auch Leute, die sind im Betrieb gewählt, um die Interessen der Beschäftigten in einem einzelnen Betrieb gegenüber der Geschäftsführung zu artikulieren, haben da auch einen Kündigungsschutz, damit sie das auch wirksam tun können und so weiter und so fort. Mit denen arbeiten wir zum Beispiel zusammen. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir sind halt sehr branchenbezogen, sehr betriebsbezogen. Also wir versuchen Probleme zu lösen, die es auf einer Branchenebene gibt. Hat schon mal jemand das Wort Branche gehört? Ja. Ja? Was ist das? Was ist deine Branche? Frage in den Saal. Welche Branchen gibt es denn? Industrie, Gastgewerbe. Also vielleicht nochmal ganz kurz, eine Branche ist einfach ein Bereich, wo die Unternehmen alle circa dasselbe tun. Also egal, ob ich jetzt in ein österreichisches Wirtshaus gehe, an einem Kebabstand oder zum chinesischen Restaurant, die verkaufen mir alle Essen in der einen oder anderen Weise und Getränke. Das ist eine Branche, die tun alle circa dasselbe. Und für die machen wir Regelungen, die für alle gelten. Und wir sind ein freiwilliger Verein, die Gewerkschaften. Das heißt, du kannst Mitglied sein, du musst es nicht, das ist deine eigene Entscheidung. Aber gleich vorweg, je stärker eine Gewerkschaft in einer Branche ist, desto stärker können wir auch verhandeln, was zum Beispiel, was wir dann nachher nochmal besprechen werden, wenn es um das Thema nochmal Kollektivverträge geht. Gut. Jetzt ein bisschen zum Rechtlichen. Ich werde es versuchen runterzubrechen, dass sich das jeder vorstellen kann.
Für einen Arbeitsrechtler ist das Thema Pflichtpraktikum grundsätzlich nicht das komplizierteste Thema, das es geben kann. Das Problem ist aber festzustellen, ob der Arbeitsrechtler überhaupt zuständig ist. Nicht jedes Mal, wenn ich in einen Betrieb hineingehe, gibt es automatisch ein Arbeitsverhältnis und das Arbeitsrecht gilt. Das heißt, man muss sich genau anschauen, wann ist es ein Arbeitsverhältnis und wenn es ein Arbeitsverhältnis ist, welche Rechte folgen daraus. Wir haben unseren Vortrag und unseren Workshop heute gezielt auf der These aufgebaut, dass alle von euch oder die meisten von euch zumindest in einem Arbeitsverhältnis sein werden. Warum nehmen wir das an? Einerseits sagt der Lehrplan selber, also der Lehrplan, in dem drinnen steht, dass ihr ein Praktikum machen müsst, dass die arbeitsrechtlichen Normen zur Anwendung kommen müssen. Das heißt, es wird eigentlich schon davon ausgegangen, dass jeder und jede von euch im Sommer arbeiten gehen wird und nicht einfach in der Ecke stehen wird und zuschauen wird. Andererseits zeigt unsere Erfahrung, dass die meisten, die ein Praktikum tatsächlich absolviert haben, wirklich gearbeitet haben. Und die, die arbeiten, die haben ein Recht darauf, auch alle arbeitsrechtlichen Ansprüche zu bekommen, die für die, die kein Pflichtpraktikum machen, auch gelten. Die Sache ist aber nicht immer ganz klar. Wenn man sich jetzt nur euren Praktikantinnen- und Praktikantenvertrag anschaut, steht dort nicht immer drauf, das ist ein Arbeitsverhältnis und alle Rechte stehen euch zu. Oft muss man sich nicht den Wortlaut des Vertrages anschauen, sondern wie dieser Vertrag richtig gelebt wird. Weil schreiben kann ich alles. Wenn sich dann im Endeffekt rausstellt, ihr habt viel mehr gemacht, als im Vertrag drinnen steht, dann habt ihr vielleicht auch viel mehr Rechte gehabt, ohne es zu wissen. Und wir haben hier so eine kleine Checkliste gemacht, wobei wichtig ist, diese Checkliste muss nicht vollständig erfüllt sein, um zu sagen, es war ein Arbeitsverhältnis. Man muss sich aber selber, und das werdet ihr wahrscheinlich in eurem Praktikum dann am besten beantworten, einige Fragen stellen. Erstens, bin ich in diesen Betrieb überhaupt integriert? Das heißt, oder eingegliedert? Heißt, stehe ich auf einem Dienstplan? Habe ich Arbeitszeiten, an die ich mich halten muss? Erwartet jemand, dass ich tatsächlich komme? Oder kann ich kommen, wann ich will und gehen, wann ich will? Je enger das Korsett ist und je mehr man euch vorgibt, wann, wo und wie ihr da sein sollt, umso eher wird man sagen, ihr seid in den Betrieb eingegliedert. Gibt es jemanden, der euch sagt, was ihr arbeiten sollt und wie ihr arbeiten sollt und auch jemanden, der es kontrolliert und jemanden, der Konsequenzen androht, wenn ihr das nicht macht? Ja? Also kurz die Frage, muss ich wirklich etwas leisten oder kann ich da reingehen, mir den Betrieb anschauen, jeden Tag ein bisschen stehen, schauen, was die Kollegen so machen und wenn es mich nicht mehr freut, weil die Sonne scheint, gehe ich auf die Donauinsel. Ja? Einige von euch grinsen, weil dieser Fall in der Praxis wirklich sehr, sehr selten vorkommt, obwohl, wenn man sich die Verträge am Anfang anschaut, viele so gestrickt sind, dass man meinen könnte, eigentlich hättet ihr alle Freiheiten der Welt. Wenn man sich dann das wahre Leben anschaut, merkt man, ihr hattet einen Dienstplan, ihr hattet Arbeitszeiten, ihr hattet vielleicht eine Arbeitskleidung, ein Namensschild, manche, die im Büro arbeiten, hatten sogar eine eigene E-Mail-Adresse. Also ihr wart ganz klar Teil der Belegschaft. Warum ist das so wichtig? Weil erst dann, wenn wir ein Arbeitsverhältnis annehmen und unsere Checkliste positiv abgearbeitet haben, erst dann, oder für die erst dann, steht das Arbeitsrecht offen für euch. Das heißt, erst dann, wenn wir das Arbeitsverhältnis bejahen, kommen alle Rechte und Pflichten, die sich daraus ergeben, auch für euch zur Anwendung. Ihr könnt euch einfach die Frage stellen, kann mein Arbeitgeber oder mein Praktikumsgeber das, was ich für ihn tue, irgendwie wirtschaftlich verwerten? Oder anders, würde für das, was ich in dem Betrieb mache, eine erwachsene Person, die kein Praktikum macht, ein Geld bekommen? Wenn jemand, auch wenn ihr 2 Monate lang nur kopiert und jemand euch sagt, okay, das kann doch jeder, für das kriegst du kein Geld, das ist ja keine Arbeit. Ja? Ein erwachsener Mensch, vielleicht eine Sekretärin, ein Sekretär, der in einem Büro arbeitet und der kopieren würde, der wird doch ganz normal sein Gehalt bekommen. Also hier merkt man, je mehr eure Leistung für einen Arbeitgeber von Vorteil ist, umso mehr wird man von einem Arbeitsverhältnis ausgehen. Und wenn wir das bejaht haben, in den meisten Fällen tun wir es, auch mein Praktikum war damals ein Arbeitsverhältnis, wurde aber überhaupt nicht so deklariert, dann steht euch das Arbeitsrecht offen und welche Konsequenzen und welche Vorteile ihr daraus habt, das werden wir euch jetzt präsentieren. Genau, also jetzt kommen wir zu den Ansprüchen, die ihr habt. Da kommen wir dann auch gleich zu der ersten Geschichte wegen der Abstimmung. Das würde ich bitten, mal einzublenden. Genau. Ihr seht hoffentlich alle den Code, den ihr eingeben sollt.
Vielleicht soll ich es nochmal akustisch auch wiedergeben. Also die 91320 müsst ihr auf www.menti.com eingeben. Dann seht ihr die erste Frage. Ich würde es auch bitten, die Zuschauerinnen und Zuschauer online zu tun. 91320. Gebt sie mir ganz kurz im Saal mal ein Signal, wer ist da schon dabei? Funktioniert. Okay, passt. Warten wir noch ganz kurz. Also, warten wir noch einen Moment. Ins Handy verschaut sie. Noch. Kannst mit ihr mitstimmen vielleicht. www.menti.com. So, ich hoffe, es haben sich jetzt viele ihren Weg auf Menti gefunden. Die Frage ist, der Peter, der macht sein Vollzeitpraktikum in einem großen Supermarkt und kriegt dafür heiße 350 Euro. Und jetzt ist die Frage an euch, ist das zulässig? Sagt ihr ja? Oder sagt sie nein? Dann stimmt's nochmal ab, bitte. Damit wir das auch gleich live eingeblendet sehen, bitte. Kommt drauf an, wo du arbeitest. Wie gesagt, jetzt ist es die Antwort nur ja oder nein. Was glaubt ihr? Also die Frage ist nicht, ob das in der Praxis vorkommt, weil vorkommen wird sicher, sondern ob das eigentlich rechtlich zulässig ist, dass jemand 350 Euro bekommt. So, da haben wir schon die erste Einblendung. 79 zu 71, 78 verändert sich immer wieder, aber sagen wir mal grob gesprochen 80 zu 20 mit Nein. Und ich sage euch gleich, ihr seid auf der richtigen Fährte. Nein, es ist nicht zulässig. Warum? Dazu kommen wir gleich. Nämlich, jetzt bitte ich nochmal die normalen Folien einzublenden, damit das alle sehen. Genau. Nämlich, das ist im Kollektivvertrag geregelt. Das haben wir schon gehört, haben die meisten schon mal gehört. Was ist vielleicht, kurze Frage an den Saal, was ist denn ein Kollektiv? Es gilt für alle, ja, du bist schon auf der richtigen Fährte. Aber was bedeutet das Wort Kollektiv mal an sich nur? Bitte. Für jede Branche ein eigener Kollektivvertrag, du bist schon komplett auf der richtigen Fährte. Also vielleicht mal, ja, bitte? Es wird je nach Branche geregelt, wie sagt man das? Die Arbeitszeiten, der Arbeitsort, das Gehalt und alles. Genau, es werden einige Dinge geregelt. So, vielleicht ganz kurz, ein Kollektiv ist eine Gruppe und eine Gemeinschaft. Das heißt, das ist ein Vertrag, der gilt nicht nur für eine einzelne Person oder für zwei Personen, besser gesagt, weil mit sich selber einen Vertrag abschließen macht relativ wenig Sinn, sondern das ist ein Vertrag, der gilt eben, wie gesagt, für eine ganze Branche. Ganz richtig. Da gibt es ganz große Kollektivverträge, das sind der Einzelhandel zum Beispiel. Da arbeiten mehrere hunderttausend Personen und da gibt es ganz kleine Branchen. Und ganz richtig, was ihr vorhin abgestimmt habt, nein, es ist nicht zulässig. Der müsst eigentlich mehr als das Doppelte bekommen. Der Kollektivvertrag gilt für alle Beschäftigten, ganz, ganz wichtig. Auch wenn ihr vielleicht in Zukunft mal, wenn ihr vielleicht zum Beispiel studieren geht, daneben geringfügig arbeitet, der gilt für alle. Ganz, ganz wichtig, dann gibt es keine Ausnahmen. Und in den meisten Fällen regelt er auch, was die Praktikantinnen und Praktikanten bekommen. Und wer macht denn, weil Vertrag ist immer zwischen zwei Parteien, ich meine, es steht zwar auf der Folie drauf, aber magst du mir nochmal wer sagen vielleicht, wie kommt man zu dem Vertrag? Bitte nicht zu zahlreich hier im Saal. Das machen die Gewerkschaften und meistens die Wirtschaftskammer beziehungsweise andere Arbeitgebervertreter, also zum Beispiel Rechtsanwaltskammer und so weiter und so fort. Also die Gewerkschaften vertreten die Arbeitnehmerinnen in einer Branche und zum Beispiel die Wirtschaftskammer vertritt alle Unternehmerinnen und Unternehmer in der einen Branche. Und die machen sich bestimmte Dinge aus. So, und da würde ich jetzt bitten, die nächste Folie wieder einzublenden. So. Genau, was regelt der? Arbeitszeit.
haben wir schon vorher gehört von der Kollegin da hinten im Saal, die gemeint hat, ja, es regelt zum Beispiel die Arbeitszeiten. Wie lang ist denn Arbeit in Österreich eigentlich? Wie lange arbeitet? 80 Stunden, nein. 8 Stunden, genau. Wie viel in der Woche? 40. Arbeiten alle 40 Stunden? Ja. Nein. 46 Stunden, ui. Dann macht man, der Kollege da hinten hat aufgezeigt, geben wir ihm die Chance. Bitte, sag nochmal. Bitte. Sucht es euch aus. 38,5. Ja, du hast recht. Du liegst natürlich recht für bestimmte Branchen. Nämlich, in der meisten Zahl ist es 40 Stunden, aber es gibt auch viele Fälle, da sind es nur 38,5 Wochenstunden. Und zum Beispiel im Einzelhandel sind es 38,5 Wochenstunden. Richtig. Also der Kollektivvertrag kann die Arbeitszeiten regeln. Wie lange muss ich in der Branche arbeiten? Richtig. Die zweite Sache, da ist die nette Hand mit den Geldscheinen, nämlich da steht Mindestlohn und Zulagen. Was ist denn ein Mindestlohn? Exakt. Das Mindeste, was ich verdienen muss. Was darf ein Arbeitgeber immer gerne tun? Mehr zahlen, genau, ganz wichtig. Aber er muss das zumindest zahlen. Und vielleicht eine Frage, wisst ihr, wie hoch der gesetzliche Mindestlohn in Österreich ist? 900. 900, wer bietet mehr, wer bietet weniger? 1200? So, ich sag's euch jetzt, diese Zahl hier, eine glatte Null. Es gibt in Österreich keinen gesetzlichen Mindestlohn. Es gibt kein Gesetz, in dem drinnen steht, ich muss mindestens so und so viel verdienen. Sondern das steht in Kollektivverträgen von jeder Branche unterschiedlich. Also das heißt, es gibt kein Gesetz, sondern es gibt nur Kollektivverträge, die das unterschiedlich regeln, wie viel mein Mindestgehalt ist zum Beispiel. Und vielleicht noch ganz kurz, was ist eine Zulage? Habt ihr das schon mal gehört? Eine Frage an den Saal. Der Kollege da hinten, bitte nochmal das Mikro, damit es alle hören, auch online. Trinkgeld, zum Beispiel bei Restaurant oder so. Von wem bekommt man denn das Trinkgeld? Dings, die Menschen, die da sind, Kunden. Ja. Hier geht es aber Kunden. Hier geht's um die Zulagen, die du von deinem Chef bekommst. So, wenn du länger arbeitest, als du solltest, diese Überstunden oder wie das heißt. Auch, ja. Ja, da vorne ist eine Hand, weiß nicht, kommst du, kommt das Mikro da mal nach, Sie? Da nach vorne? Oder wer war da hinten? So. Zum Beispiel eine Erschwerniszulage. Erschwerniszulage. Es wäre super, wenn der Kollege spricht, wenn das Publikum zuhören würde, sonst hören wir ihn nicht gut. Okay. Danke. Genau, also der Kollege hat gesagt, Erschwerniszulage, also wenn ich zum Beispiel hart arbeiten muss. Ja, stimmt. Da gibt es aber auch alles Mögliche. Also zum Beispiel, was ist, wenn ich am Wochenende arbeite, was ist, wenn ich in der Nacht arbeite zum Beispiel. Das sind Zulagen, die stehen in einem Kollektivvertrag drinnen. So, der eine Kollege da hinten möchte noch was sagen. Sagst du es nochmal? Provisionen oder so geht auch. Zum Beispiel, wie heißt das? Ich habe es vergessen, es tut mir leid. Kein Problem. So. Aber er traut sich, ich finde das cool. Ja. Der Kollege noch, bitte. Einmal noch. Im Baugewerbe gibt es ja auch Schmutzzulagen. Genau, genau. Schmutzzulage, Hitzezulagen etc. etc. gibt es alles Mögliche. So, dann bitte eine Folie weiter. Was regelt der? Nämlich auch noch eine ganz wichtige Sache. Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Wie viel Gehälter bekommen österreichische Arbeitnehmerinnen? 14. Das Jahr hat aber nur 12 Monate. Seltsame Sache, oder? Eben Urlaubs- und Weihnachtsgeld, genau. Steht de facto in allen Kollektivverträgen drinnen. Ganz wichtig, es gibt keinen gesetzlichen Anspruch drauf, sondern es ist ein Anspruch, der sich daraus ergibt, dass es einen Kollektivvertrag gibt. Und ihr seht es auf der Folie und vieles mehr. Das ist jetzt ein bisschen klein in der Ecke. Der kann nämlich alles theoretisch regeln, was nicht so ganz gesetzlich geregelt ist. Also da gibt es dann viele Regelungen, die darüber hinausgehen. Aber Mindestlöhne, Arbeitszeiten, Zulagen, 13. und 14. Gehalt, das sind so die Grundbausteine. Die stehen in jedem Kollektivvertrag drinnen, die es gibt. Genau. Vielleicht noch ganz kurz. Ihr habt ja sicher... Seid ihr schon alle 16, mindestens 16? Noch nicht. Einige schon. Ihr habt ja wahrscheinlich bei der letzten Wahl, Nationalratswahl viele von euch schon mitwählen dürfen und ihr habt den Wahlkampf verfolgt. Es ist immer wieder das Thema Kollektivverträge in den Raum gestellt worden und deren Existenz wurde ein bisschen hinterfragt. Ja.
Meine Frage an euch, was wäre denn die Konsequenz oder was müsste passieren, damit man sein Urlaubs- und sein Weihnachtsgeld bekommt, wenn es plötzlich keine Kollektivverträge mehr gibt? Wie kriegt man das dann? Gar nicht? Oder wir haben vorhin gesagt, was kann der Chef immer zahlen? Freiwillig mehr. Das heißt, wenn wir keine Kollektivverträge hätten, das heißt, wenn die Gewerkschaft hier nicht verhandeln dürfte, hätten wir das Ergebnis, dass es keinen Anspruch auf Weihnachtsgeld und keinen Anspruch auf Urlaubsgeld gäbe und es gäbe auch keinen Mindestlohn. Das heißt, jeder Einzelne und jede Einzelne von euch oder auch die Menschen draußen müssten mit dem eigenen Chef ihren eigenen Vertrag und alles, was drinnen steht, verhandeln. Ja? Jetzt ist natürlich so, dass es Leute gibt, die gut reden können, die nichts zu verlieren haben, die jung sind und die viele, viele möglichen Jobs machen könnten. Die würden sich wahrscheinlich einen guten Deal ausverhandeln. Aber es gibt natürlich auch Leute in Österreich, die vielleicht Kinder zu Hause haben, die vielleicht älter sind oder die eh schon 30, 40 Bewerbungen ausgeschickt haben und noch immer keine Zusage bekommen haben. Na, die würden um ein absolutes Minimum arbeiten und die würden in ihrem Vertrag ganz sicher kein Urlaubs- und kein Weihnachtsgeld bekommen. Was ich damit einfach sagen will ist, wann auch immer ihr im Fernsehen, im Internet oder in der Zeitung die Debatte mitverfolgt über Kollektivverträge, das ist in Österreich einzigartig. 98% aller Menschen, die in Österreich arbeiten, können sich auf einen Kollektivvertrag, können auf einen vertrauen. Ja? In Deutschland sind das nur ca. 56%, in Polen sind 16%. Also in ganz Europa schaut man nach Österreich, weil dieses System so gut funktioniert. Und es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, das meiste von dem, was ihr am Ende auf ihrem Lohnzettel und in eurem Portemonnaie habt, das haben wir den Verhandlungen und den Kollektivverträgen zu verdanken und nicht einem Gesetz, weil wie der Christian gesagt hat, es gibt eben kein Gesetz, wo das drinnen steht. Da steht alles für jede Branche in den Kollektivvertrag drinnen. Ja? Genau, und vielleicht da nochmal das Thema nochmal zurückzuspannen, eben zum Pflichtpraktikum, da steht dann auch in den meisten Fällen drinnen, wie viel ihr bekommen müsst. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, wenn ihr euch informieren möchtet, wie viel ihr zum Beispiel, wenn ihr bei Unternehmen XYZ ein Praktikum machen müsst ihr wissen, welcher Kollektivvertrag das ist, was macht denn das eigentlich das Unternehmen genau und dann könnt ihr zum Beispiel wissen, hey, mir steht zum Beispiel für mein Praktikum so und so viel zu zum Beispiel. Also das gilt dann auch für euch, ganz wichtig. Wenn es das nicht gäbe, wäre im Endeffekt jeder erpressbar, ja, und am Ende würden trotzdem Leute für einen absoluten Hungerslohn arbeiten und genau das können wir uns in Österreich eben nicht erlauben. Ja. Okay. Genau. Frage 2, da könnt ihr wieder eure Handys zur Hand nehmen. Die Frage lautet nämlich, in einem kleinen Restaurant bricht plötzlich eine Grippewelle aus. Wird wahrscheinlich bei einem Winterpraktikum und nicht bei einem Sommerpraktikum sein. Die 16-jährige Praktikantin muss täglich einspringen, weil die Kolleginnen alle krank sind, und leistet dadurch Überstunden. Frage an das Publikum, sind Überstunden zulässig? Gleich lösen wir es auf. Jetzt schauen wir mal, was die Masse denkt und dann haben wir ein klares Bild, hoffentlich. Ah, danke. Also es geht auch diesmal in eine klare Richtung, wenn auch nicht so überzeugt wie bei der ersten Frage. 71% sagen, nein, Überstunden sind nicht zulässig. Knappe 30% sagen, sie sind zulässig. Ich löse es auf, wenn wir dann gleich die nächste Folie bekommen. Nein, sie sind nicht zulässig. Und warum es nicht zulässig ist, das erkläre ich euch jetzt. Aber vielleicht bevor ich anfange, ist in Österreich Kinderarbeit eigentlich legal? Nein? Aber wenn ihr ein Praktikum macht und ihr seid noch nicht 18, dann... Es gibt ein eigenes Gesetz, das Gesetz nennt sich Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz. Wenn Kinderarbeit nicht erlaubt wäre, dann wird das Gesetz nicht so heißen. Also Kinderarbeit in dem Sinne ist erlaubt, sobald man das 15. Lebensjahr vollendet hat. Und dieses Gesetz ist ganz, ganz wichtig. Warum? Weil es Schranken setzt für die Arbeitszeit, die ein Jugendlicher oder ein junger Mensch, der arbeitet und der noch nicht 18 ist, täglich und wöchentlich leisten kann. Wir haben ganz am Anfang schon erwähnt, die tägliche Arbeitszeit ist mit 8 Stunden pro Tag begrenzt.
mehr als 8 Stunden arbeiten, ist in 99% der Fälle unzulässig. Es gibt ganz kleine Ausnahmen, zu denen kommen wir jetzt aber nicht. 40 Stunden ist die Höchstarbeitszeit für Jugendliche oder für Kinder, die arbeiten und die noch nicht 18 sind. Und das ist die Antwort auf die Frage, Überstunden sind verboten. Egal aus welchem Grund, wenn der Betrieb untergeht, weil alle krank sind oder wenn die Kolleginnen im Sommer alle auf Urlaub sind, ihr dürft trotzdem nicht zur Überstundenleistung herangezogen werden, wenn ihr unter 18 seid. Natürlich passiert es in der Praxis, dass immer wieder Überstunden geleistet werden. Und da hat die Kollegin hinten gesagt, naja, wenn sie bezahlt werden, ist es okay. Also das Minimum ist ja, dass die bezahlt werden. Sie sind aber verboten. Das heißt, der Arbeitgeber, der Praktikumsgeber, macht sich im Endeffekt strafbar, wenn er einen Jugendlichen, der unter 18 ist, zu Überstunden heranzieht. Ist nicht erlaubt. Das Gleiche gilt für Arbeiten in der Nacht. Wann beginnt denn die Nacht? Ab wann sagt man, es ist verboten zu arbeiten? 22, wer hätte weniger, mehr? 20, ich habe irgendwann mal gehört, wenn es finster wird, ist immer super. 20 Uhr ist das Ende der Tagesarbeitszeit. Das heißt, nach 20 Uhr würde Nachtarbeit beginnen. Im Gastgewerbe, also in der Gastronomie, ist es anders, da wäre es mit 23 Uhr vorbei. Aber Nachtarbeitsverbot bedeutet, ihr dürft zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr am nächsten Morgen nicht arbeiten. Ist genauso verboten wie die Überstunden. Genau. Das Gleiche gilt auch für Sonn- und Feiertage. Das heißt, ihr habt das Recht darauf, am Sonntag frei zu haben und auch an einem Feiertag nicht arbeiten zu müssen. Ihr könnt es theoretisch auch sagen, wenn euch Sonntags- oder Feiertagsarbeit angeordnet wird, ich tut mir leid, ich darf da nicht kommen, ich komme nicht. Ja. Wäre keine Arbeitsverweigerung, weil ihr euch im rechtlichen Rahmen bewegt. Genau. Wenn ihr mit der Arbeit fertig seid, braucht ihr zumindest 12 Stunden Ruhezeit. Das heißt, es kann nicht sein, dass ihr bis 23 Uhr arbeitet und am nächsten Tag um 6 den Laden absperren müsst. Das wird sich mit 12 Stunden nicht ausgehen. Und jeder Jugendliche hat das Anrecht auf 2 freie Tage pro Woche. Die müssten in den meisten Fällen auch zusammenhängen. Das heißt, meistens sind das einfach der Samstag und der Sonntag. Ja, die 8 Stunden pro Tag und die 40 Stunden pro Woche, die gelten auch für Erwachsene, also die nicht diesem Gesetz unterliegen. Und das hat auch ziemlich lang gedauert, bis wir das erreichen konnten in Österreich. 1975 erst hat man die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden begrenzt. Auch hier gibt es aktuell eine Debatte, da spricht man davon, dass man einen 12-Stunden-Tag für alle einführt und dass die Menschen eben noch länger arbeiten, als sie es jetzt schon tun. Das sehen wir sehr kritisch, vor allem deshalb, weil die Idee immer war, und die Idee damals 1975 es war, 8 Stunden zu arbeiten, 8 Stunden Freizeit zu haben und 8 Stunden schlafen zu können. Wenn sich das Ganze verwischt und die Leute die Hälfte ihrer Tagesarbeit, ihres Tages nur mehr in Arbeit verbringen, dann könnt ihr euch vorstellen, zu welchen Konsequenzen das führt, dass die Leute müder werden, weniger produktiv sein werden, öfter in den Krankenstand gehen. Das heißt, uns ist ganz wichtig, dass diese 8-Stunden-Begrenzung und 40-Stunden-Begrenzung auch weiterhin bleibt. Sicher ist auf jeden Fall, dass sie für Kinder und Jugendliche bleiben wird. Also da denke ich, dass sich niemand trauen wird, diese 40-Stunden-Woche in Frage zu stellen. Vielleicht da noch ganz kurz, vor allem diese Geschichte mit den Ruhezeiten, da gibt es oft Probleme. Lasst euch da nicht unterbuttern, das ist euer Recht, dass ihr Zeit habt zwischen 2 Arbeitstagen. Vor allem, ich kenne das von mir selber, wie ich das erste Mal gearbeitet habe, wenn man das erste Mal so wirklich in einem Job drinnen ist, das ist furchtbar anstrengend. Da beginnt der Ernst des Lebens. Also ich weiß, die Schule ist anstrengend und hin und wieder gemein, aber das Arbeiten ist dann doch wieder was anderes. Also da taucht man dann ein für eine kurze Zeit und das ist anstrengend und da braucht man seine Ruhe. Und da können Sie auch ruhigen Gewissens drauf bestehen. Und da gibt es immer wieder Probleme. Manche Unternehmen wissen es einfach nicht, dass es diese Regelung gibt. Manche Unternehmen brechen sie absichtlich. Aber am Ende des Tages ist es wurscht. Ihr müsst, ihr könnt es darauf bestehen, dass ihr die 12 Stunden einfach bekommt, weil das steht euch zu. Da könnt ihr euch ruhigen Gewissen sagen, 12 Stunden, that's it, da habe ich Recht drauf. Genau.
Wenn es nicht der Fall ist, bitte kontaktiert uns auch. Wenn ihr noch im Praktikum seid, ihr könnt euch ja mal die Infos einholen. Der Chef ist ein bisschen strenger und die anderen machen es auch. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ruft einfach bei mir, also in der Arbeiterkammer oder in der Gewerkschaft an, informiert euch. Wir werden euch auf jeden Fall ein Handwerk bieten, wie ihr mit der Situation am besten umgehen könnt. Und ganz wichtig, auch wenn ihr diese verbotenen Stunden leistet, bezahlt werden sie trotzdem müssen. Ja, genau. Ich wäre so alt. Bin das auch ich? Aha, okay. So, jetzt denken wir uns diesen Fall weiter. Da kommt jetzt keine Abstimmung, weil das keine Ja- oder Nein-Frage ist. Aber in einem kleinen Restaurant bricht die Grippewelle aus, das wissen wir. Dass die Praktikantin Überstunden leistet, wissen wir auch. Und dann denken wir uns den Fall weiter. Durch ihre Übermüdung lässt sie versehentlich ein Tablett mit teuren Weingläsern fallen. Muss sie den Schaden bezahlen, ja oder nein? Dafür haben wir keine Abstimmung. Ich würde mal sagen, wer sagt, dass jemand, der einen Schaden baut, in dem Fall das kaputte Tablett mit den Weingläsern, dass der den bezahlen muss? Wer sagt, ja, muss sie bezahlen? Wer sagt, nein, muss sie nicht bezahlen? Und die Lieblingsantwort eines Juristen ist immer, kommt drauf an. Schauen wir weiter. Genau. Es gibt ein Gesetz, das ist ein bisschen wie so eine Versicherung, eine Haftpflichtversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wie bei eurem Auto, da habt ihr auch eine Versicherung. Das Gleiche gibt es auch in der Arbeitswelt. Es gibt ein Gesetz, das nennt sich Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen Haftpflichtgesetz. Und dort steht drinnen, dass eben nicht jeder Schaden automatisch bezahlt werden muss. Es kommt ja immer wieder vor, gerade bei so einem Fall wie diesem hier mit den Weingläsern, dass der Chef oder die Chefin sagt, das Tier geht da ab vom Lohn, das muss zahlen oder kannst dein Trinkgeld hergeben. Ja? Und wenn man sich nicht auskennt und man sieht die kaputten Gläser und man weiß, man hat selber overkaut, dann denkt man sich, ja, na, sie hat ja eh recht. Aber ganz so recht hat sie nicht, weil nicht jeder Schaden ist automatisch voll zu ersetzen. Es ist immer eine Mäßigung vorzunehmen, das heißt, man muss sich immer jeden Einzelfall anschauen und schauen, wie groß war euer Verschulden. Wenn ihr in einer Handelsschule oder einer Handelsakademie seid und ihr macht das Praktikum in einem Gastronomiebetrieb, dann weiß die Chefin oder der Chef doch, dass ihr in der Schule keinen Serviceunterricht habt. Das heißt, dass ihr keine Erfahrung damit habt, mit Tableaus und Gläsern herumzulaufen. Wenn sie euch trotzdem sagt, nein, du bist jetzt im Praktikum meine Kellnerin oder mein Kellner und du sollst die Gläser bitte austragen, dann nimmt sie ja selber in Kauf, dass ihr, weil ihr nicht ausgebildet seid in dem Bereich, einen Fehler machen könnt, einen Schaden bauen könnt. Das hat sie in Kauf genommen und trotzdem gesagt, mach es. Ja? Oder ein Lokal ist vollgesteckt mit Leuten, ihr kommt gar nicht vorbei. Vielleicht noch jemand, der nicht allzu groß ist, muss das Tablett da irgendwie heben, versucht sich durchzuschlingen zwischen den Gästen, es fällt trotzdem auf den Boden. Man kann euch doch nicht die Schuld dafür geben, dass das Lokal so groß, so vollgesteckt ist, dass ihr nicht vorbeikommt. Ja? Also was ich damit sagen will, ist, man muss sich jeden Einzelfall immer anschauen und dann beurteilen, wie viel müsst ihr bezahlen. In diesem konkreten Einzelfall, wenn das eine Schülerin oder ein Schüler, in dem Fall eine Praktikantin, die Schülerin einer Hack oder einer Hasch wäre, ich würde sagen, dass sie den Schaden gar nicht ersetzen muss. Ja, wenn sie davor im Lebenslauf vielleicht geschrieben hätte, sie hat eh schon dreimal im Restaurant von der Mama gearbeitet und kann eh schon super Tableaus tragen, dann könnte man diskutieren, ob sie der Chefin nicht falsche Angaben gemacht hat und dadurch einen Teil ersetzen müsste. Aber der Klassiker wäre in dem Fall, sie muss gar nichts bezahlen. Ja, und das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Wichtig ist, dass ihr euch merkt, wenn ihr einen Schaden baut in eurem Praktikum, lasst euch nicht einreden, dass ihr den ausnahmslos bezahlen müsst. Das ist so nicht. Dann greift ihr zum Hörer und ruft einfach entweder die Arbeiterkammer an oder die Gewerkschaft, erzählt uns kurz, was passiert ist und dann werden wir euch sagen, was wir denken und wie ihr euch hier am besten verhalten sollt. Gebt nicht gleich euer Trinkgeld her und sagt, ich habe es gemacht, tut mir leid, ich bezahle das Ganze. Wenn ihr es freiwillig macht, klar. Aber rechtlich ist es so, dass ihr es nicht müsstet. Okay. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und das ist wieder so eine Menti-Frage, also wieder die Handys zücken und nochmal den Code eingeben. Wir bewegen uns ja jetzt auch von den Temperaturen langsam auf die schöne Zeit des Jahres zu, nämlich auf den Sommer.
Und da geht es natürlich auch immer um das Thema Urlaub. Und die Frage wäre, die Susi leistet ein Praktikum in einer Drogeriekette und sie würde gern mit ihren Freundinnen und Freunden auf Urlaub fahren. Der Chef sagt ihr, ihr steht kein Urlaub zu. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, es steht ihr Urlaub zu oder sagt ihr, na, warum, das ist so kurz, da steht ja sicher kein Urlaub zu oder die ist ja nur Praktikantin. Was sagt ihr? Also der Chef sagt nein. Und ihr sollt entscheiden, hat er recht oder hat er nicht recht? Wenn er nicht recht hat, muss ich nein. Genau, also die Frage war, genau, also, eben stimmt das oder stimmt es nicht? Dass sie keinen Urlaub hat. So haben wir es gar nicht durchgedacht, gell? Wir lösen es gleich auf. So, die Ergebnisse trudeln ein. Also wer sagt ja, der Chef hat recht? Und wer sagt nein, der Chef hat nicht recht in dem Fall? Jetzt zeigen alle auf. Gut. Das ist ja schon Richtung Kampfabstimmung, es nähert sich der 50%-Marke. Diesmal ist es nur 64 zu 36. Gleich die Auflösung, es steht die Urlaub zu. Kurz und einfach. Und dazu kommen wir nämlich gleich. Also da sehen wir, ich hoffe, ihr seht das alle, auch online, das soll eine Südseepalme sein mit einer Person, die da die Füße runterbaumeln lässt. Natürlich nicht jeder fährt zu seinem oder ihrem Urlaub in die Südsee, aber kann halt sein. Prinzipiell, mal ganz wichtig, alle österreichischen Arbeitnehmerinnen haben mal Anspruch auf 5 Wochen Urlaub. Also das ist mal schon, wenn ich das ganze Jahr durcharbeite, habe ich mal Anspruch auf 5 Wochen bezahlten Urlaub. Ganz wichtig, bezahlt liegt die Betonung. Es ist immer eine Vereinbarungssache, Urlaub. Was könnte das bedeuten? Vielleicht eine Frage an den Saal? Vereinbarungssache, Urlaub. So, einmal das Mikro. Vielleicht, dass die Person nicht immer halt Urlaub nehmen kann, wann sie will, sondern dass der Chef halt zuerst nachsieht, wie und wann die anderen Arbeiter Urlaub nehmen wollen und dann halt die Person. So, ganz kurze Bitte an den Saal, ein bisschen ruhiger. Du hast gesagt, also ich wiederhole es nochmal zur Sicherheit, oder kannst du es nochmal vielleicht selber sagen, wenn du gerade das Mikro noch in der Hand hast? Noch ein bisschen lauter, vielleicht ein bisschen. Also vielleicht, dass die Person halt zwar schon Urlaub nehmen kann, aber der Chef schaut zuerst nach, wann die anderen Arbeiter Urlaub nehmen wollen und so wird dann bestimmt, wann die Person Urlaub nehmen kann. Genau, es ist ganz wichtige Vereinbarungssache, beide Seiten müssen zustimmen. Das heißt, der Chef, die Chefin kann nicht ihren Willen euch aufdrücken, genauso wenig könnt ihr nicht euren Willen eurem Chef, eurer Chefin aufdrücken. Bedeutet, ich habe am 26. Juli Geburtstag, so. Ich kann meiner Chefin nicht sagen, hey, ich möchte jetzt da unbedingt, also ich nehme da einfach frei, ist mir wurscht. Ich kann sie fragen, ob sie mir frei gibt. Und beide Seiten müssen zustimmen. Aber auch, wie gesagt, wichtig ist auch auf der Gegenseite, ihr könnt auch nicht in den Urlaub gezwungen werden. Es gibt ein paar Ausnahmen mit so Saisonbetrieben und so weiter und so fort, aber das ist ein bisschen komplizierter, das lassen wir jetzt außen vor. Das Wichtigste ist mal, grundsätzlich bezahlter Urlaub, Ausmachungssache, beide Seiten müssen zustimmen. Du kannst deinen Willen nicht der anderen Seite aufzwingen, die andere Seite kann dir nicht ihren Willen aufzwingen. Und prinzipiell 2 Tage pro Monat, grob gesprochen, an Urlaub. Und du hast eben Urlaubsanspruch. Wenn du am Ende zum Beispiel von deinem Praktikum noch Urlaub zum Beispiel auch nicht aufgebraucht hast, aber auch wenn du wo gearbeitet hast und deinen Urlaub nicht aufgebraucht hast, was passiert dann damit mit diesem Urlaub? Bitte. Es wird ausgezahlt, war die Antwort aus dem Publikum. Das stimmt zu 100%, genau. Du bekommst es entsprechend zurückerstattet, genau. Vielleicht da ist immer wieder so eine Geschichte, das kommt immer wieder bei Praktikantinnen und Praktikanten vor, ihr kommt in der Früh in die Firma und der Chef, die Chefin sagt, heute ist nichts los, geh wieder nach Hause. Du hast halt einen freien Tag quasi.
Was ist das? Das ist ein bisschen gefinkelt. Ist das Urlaub? Warum nicht? Ihr habt ja frei. Ja, aber bist dann nach 10 Minuten wieder heimgegangen. Genau. Also vielleicht nochmal für die Leute auch online zuschauen. Also eben wie gesagt, die Frage war, ich komme in den Betrieb, ich werde nach Haus geschickt. Ist das jetzt Urlaub oder ist das nicht? Jetzt war im Saal ein bisschen so gemurmelt und geduschle. Machen wir das vielleicht ganz kurz bei Abstimmung. Wer sagt, das ist Urlaub? Okay. Wer sagt, das ist kein Urlaub? Die überwältigende Mehrheit sagt, das ist kein Urlaub und damit hat sie recht. Das wäre, also ich als Arbeitgeber schließe ja mit dir einen Vertrag ab. Und ich kann jederzeit sagen, du, ich entbinde dich zum Beispiel freiwillig von meiner Seite von deinen vertraglichen Pflichten. Also wenn ich dir sage, es ist schönes Wetter draußen, geh nach Hause und mach dir einen schönen Tag, dann entbinde ich dich freiwillig von deiner Gegenleistung. Und das kann ich als Arbeitgeber natürlich jederzeit tun. Ich darf aber nicht von dir verlangen, dass du einen Urlaubstag dafür ausgibst. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das kommt immer wieder im Pflichtpraktikum vor, dass ihr einfach nach Hause geschickt werdet. Dann könnt ihr auch sagen, lieber Mensch, der mich da gerade nach Hause schickt, aber dir ist dann schon klar, dass ich bezahlt nach Hause gehe. Also, dass ich einfach auf meine Arbeit, du verzichtest gerade freiwillig auf meine Arbeitsleistung. Hat eigentlich jeder in Österreich 5 Wochen Urlaub oder gibt es Leute, die mehr haben? Gibt jemand, ja, wer hat denn mehr und wie viele haben die? Die Überstunden machen, haben auch 5 Wochen Urlaub. Ja. Es gibt bestimmte Menschengruppen, abgesehen von Lehrerinnen und Lehrern, wo nicht alles Urlaub ist, was sie im Sommer machen. Aber es gibt Menschen in Österreich, die auch eine 6. Urlaubswoche haben. Ja, es ist vom Gesetz vorgesehen, dass wenn man 25 Jahre bei einer Firma gearbeitet hat, dann hat man nicht 5 Wochen, sondern 6 Wochen Urlaub. Man kann sich zwar 5 Jahre aus einem früheren Job anrechnen lassen, aber ihr müsst ja trotzdem eine Ewigkeit bei einer Firma arbeiten, damit ihr die 6. Urlaubswoche bekommt. Was glaubt ihr, wie viele Leute haben im Endeffekt die 6. Urlaubswoche? Na, ganz wenige. Warum? Weil die Leute einfach gerne Jobs wechseln. Der Arbeitsmarkt ist viel mobiler, als er früher war. Früher hat man in einem Betrieb vielleicht die Lehre abgeschlossen oder begonnen zu arbeiten und sein Leben dort verbracht. Das war früher einfach so. Die Zeiten haben sich geändert. Deshalb kommt heutzutage kaum jemand noch in den Genuss der 6. Urlaubswoche. Und das ist auch eine ziemlich lange Forderung, die gerade aufkommt wieder, dass wir sagen, jeder Mensch in Österreich, der diese 25 Jahre in seinem Leben, egal wo, gearbeitet hat, hat das Bedürfnis, das ist ja nicht nur persönlich, aber auch gesundheitlich, einfach länger frei zu haben. Und diese 6. Urlaubswoche ist deshalb auch eine aktuelle starke Forderung von uns. Manche Wirtschaftsexperten sprechen sich dagegen aus und sagen, das ist nicht gut, weil das kostet die Wirtschaft Geld. Wir finden aber, wir arbeiten viel mehr. Ein Viertel unserer Akten sind nur Überstundenakten. Das heißt, es machen die Leute auch unzählige Überstunden. Da finden wir, dass eine 6. Urlaubswoche auch absolut gerechtfertigt wäre für die, die 25 Jahre in ihrem Leben kackelt haben. Ja? Also, dass du 50 Jahre insgesamt arbeitest, müsstest sehr jung angefangen haben. Ab 15 darfst du erst. Könnte sich vielleicht ausgehen, aber nein, eine 7. Urlaubswoche gibt es nicht. Es gibt nur ausnahmsweise eine 6. und sogar in die kommt kaum jemand. Und wir sagen eben, 6. Urlaubswoche für alle, die 25 Jahre gearbeitet haben, ist mehr als gerecht. Ja. Egal welcher Beruf. Jetzt ist die PowerPoint abgestürzt. So. Dann kommt die letzte Frage, die ihr mit eurem Menti beantworten könnt. Diesmal, das wird euch auffallen, ihr werdet einen Nicknamen eingeben müssen, um an dieser Abstimmung teilzunehmen. Das ist technisch bedingt, keine Ahnung, warum es nicht anders geht. Geht aber ganz easy. Einfach wieder diesen Code eingeben, der nicht eingeblendet ist. Also 91
32.0 und dann könnt ihr bei dieser Frage abstimmen. Die Frage lautet, ich will dazu sagen, das ist meine Lieblingsfrage, ich hoffe, ihr stimmt jetzt alle ab. Die Frage lautet, Milo befindet sich im Krankenstand und nimmt in dieser Zeit an einem Triathlon teil, den er auch gewinnt. Blöderweise erfährt sein Chef davon und entlässt ihn fristlos. Also er haut ihn einfach raus. Die Frage an das Publikum, ist das berechtigt oder nicht? Hat ihm der Chef berechtigt rausgehaut oder nicht? Ich glaube, es funktioniert. Ja. Also. Es geht. Okay. Bevor wir uns da jetzt in die Technik allzu sehr verschauen, ich löse es einfach auf. Oder anders, fragen wir das Publikum im Saal zumindest, die online werden nicht abstimmen können. Wer sagt, dass ihn der Chef berechtigt rausgeworfen hat? Okay, wer sagt unberechtigt? Okay. Warum ist das meine Lieblingsfrage? Das ist meine Lieblingsfrage, weil genau dieser Fall vor einiger Zeit wirklich passiert ist. Der Milo hat zwar nicht Milo geheißen, aber es war trotzdem mein Mann. Und er hat diesen Triathlon gewonnen. Das wurde in den Bezirksblättern natürlich auch veröffentlicht mit Siegerfoto. Und sein Chef sitzt dann im Büro, blättert die Zeitung durch und sieht, Milo ist doch krank, kann der den Triathlon gewinnen? Und hat ihn rausgehaut. Antwort, und das war doch das Urteil der ersten Instanz, unberechtigt. Warum unberechtigt? Was ich im Krankenstand tun darf, das bestimmt der Arzt und nicht mein Chef. Warum nicht mein Chef? Weil, wenn ich krank bin, muss ich meinem Chef nur sagen, dass ich krank bin. Ich muss ihm aber nicht sagen, was ich habe. Deshalb nur der Arzt kennt meine Diagnose und deshalb kann auch nur der Arzt entscheiden, was ich im Krankenstand tun darf. Im Fall von Milo, der Milo hatte ein Burnout. Der war einfach psychisch überfordert mit der Arbeit, der hat eine Auszeit gebraucht mit einer psychotherapeutischen Betreuung. Und sein Arzt hat ihm gesagt, Milo, du brauchst Erfolgserlebnisse, du musst unter die Leute gehen, du musst dich sportlich betätigen, du musst dich einfach wieder zum Leben motivieren. Das war die Anordnung vom Arzt. Und er hat diesen Triathlon auch gewonnen. Ob er wieder gesund wurde sofort, weiß ich nicht, weil danach wurde er ja gleich entlassen. Aber was ich damit sagen will, ist, krank sein bedeutet nicht lebensunfähig sein. Wenn ich arbeitsunfähig bin und ich arbeite zum Beispiel als Friseur und ich habe mir die Hand gebrochen, ich kann nicht Haare schneiden, werde ich trotzdem spazieren gehen dürfen, trotzdem einkaufen dürfen, trotzdem in die Apotheke gehen dürfen und auch ins Kino gehen dürfen. Meine Krankheit sagt nur aus, dass ich arbeitsunfähig, aber nicht lebensunfähig bin. Ja? Es kann natürlich jetzt passieren, dass jemand von euch im Praktikum erkrankt. Kann passieren. Die Frage ist, was macht ihr dann? Das erste ist, sofort in der Früh in der Firma anrufen und sagen, ich bin krank. Das reicht. Ihr müsst weder sagen, was ihr habt, noch müsst ihr sagen, wann ihr wieder kommt. Das wisst ihr ja nicht, wann ihr gesund sein werdet. Ja? Krankenstandsbestätigung braucht ihr nur dann, wenn der Arbeitgeber sie einfordert. Das heißt, man kann nicht sagen, ich hau dich raus, weil du hast nur angerufen, du hast mir nichts gebracht. Solange man euch nicht sagt am Telefon, wenn ihr anruft, okay, gute Besserung, aber bitte schickt mir den Krankenstandszettel, solange kann man euch nicht vorwerfen, den Krankenstand falsch gemeldet zu haben. Ich sage persönlich immer dazu, alles, was am Papier ist, ist sicher. Und ich würde mir trotzdem, auch wenn ihr einen Tag erkrankt, würde ich ums Eck zum Hausarzt gehen
und mich krank schreiben lassen. Weil es kann sein, wenn ihr wieder in die Arbeit kommt, wird der Chef dann sagen, gib mir die Krankmeldung. Und dann zu beweisen, dass man vor 5 Tagen einen Schnupfen hatte, wird halt nicht mehr so einfach sein. Ja? Und warum ich da die Online-Einträge auch angeführt habe auf der PowerPoint, das soll euch nicht dazu animieren, euren Krankenstand jetzt geheim zu halten und niemanden auf Facebook zu melden und auch euer Verhalten auf Facebook ganz einzustellen. Aber genau die Sache mit dem Triathlon und diesen Bezirksblättern, die das veröffentlicht haben, haben diesen Fall überhaupt zum Vorschein gebracht. Wenn ihr krank seid und ihr seid mit Arbeitskollegen befreundet und ihr postet ein Foto auf der Praterwiese oder auf der Donauinsel, dann schaut das einfach blöd aus und es kann zu Unstimmigkeiten führen und aber auch zu Missverständnissen, weil der Chef, der glaubt, ihr seid krank und krank ist für die meisten Fieber, Thermometer im Mund und im Bett liegen. Es erzeugt ein ungutes Gefühl für den Arbeitgeber auch und vielleicht für euch dann auch. Ja, das heißt, ich würde mich einfach zurücknehmen mit der Veröffentlichung meines Lebens im Krankenstand, solange ihr tatsächlich im Krankenstand seid. Die Message ist, ihr habt das Recht auf bezahlten Krankenstand. Ja, das heißt, egal ob ihr Praktikantinnen, Praktikanten seid oder normale Arbeitnehmer, es kann einfach passieren, dass ihr krank werdet und diesen Krankenstand muss der Arbeitgeber auch bezahlen. 6 Wochen lang 100% bezahlen, 4 Wochen lang die Hälfte bezahlen. Aber das Recht darauf, das habt ihr. Genau. So, jetzt biegen wir schon in die Zielgerade ein, nämlich jetzt kommen so die Tipps und Tricks, auf was ihr beim Praktikum achten sollt. Nämlich vor dem Praktikum, da steht schon mal ganz oben, sexy Hexi, der erste Punkt, Meldung zur Gebietskrankenkasse hinterfragen. Eben entsprechend, wenn ihr arbeitet, also euer Praktikum ist einfach Arbeit, müsst ihr auch bei der Gebietskrankenkasse entsprechend angemeldet werden. Das heißt, euer Arbeitgeber muss euch dort deklarieren, muss euch noch entsprechende Beiträge zahlen und ist euch auch verpflichtet, auch entsprechend euch eine Bestätigung auszuhändigen, damit ihr wisst, dass ihr versichert seid. Wichtig ist auch vielleicht, wenn ihr dann nach dem Praktikum auch fertig seid, dass ihr dann auch nochmal bei der Krankenkasse anruft, ob das eh alles geklappt hat, dass ihr wieder bei euren Eltern mitversichert seid, als persönlicher Tipp. Also da passt es auch immer ein bisschen auf. Das ist ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Warum? Wir haben das Glück in Österreich, dass jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin, die beginnt irgendwo zu arbeiten, automatisch zur Sozialversicherung, zur staatlichen Sozialversicherung angemeldet wird. Ganz wichtig, das von Anfang an zu überprüfen. Es gibt einfach Länder auf der Welt, wo das nicht selbstverständlich ist. Ihr kennt wahrscheinlich in Amerika das Gesundheitssystem, das privat funktioniert. Bedeutet, da entscheidet im Endeffekt eure Kreditkarte, die ihr im Spitalsbett zucken müsst, um eure Leistungen zu bezahlen. Und nicht jeder kann sich leisten, dort versichert zu sein, weil das private Unternehmen sind, die einfach am Ende des Tages ein Geld verdienen wollen. Und deshalb ist ganz wichtig, dass wir erstens das System schätzen, solange wir das in der Form noch haben. Und dass ihr von Anfang an, wenn ihr euer Praktikum beginnt, eine Anmeldung einfordert und euch anschaut, bin ich eh zur Sozialversicherung gemeldet. Das ist super wichtig, weil ihr könnt natürlich, wie wir vorhin gesehen haben, auch krank werden. Genau, der zweite Punkt, die Unterlagen einfordern. Also prinzipiell ist es so, dass ein Arbeitsvertrag nicht immer 100% schriftlich sein muss. Es empfiehlt sich halt, wenn es ein Problem gibt, dass man einfach was hat, wo klar geregelt ist, was gebe ich, was bekomme ich dafür, und so weiter. Was ihr auf jeden Fall bekommen müsst, ist ein Dienstzettel. Das ist eine kleine, also quasi kurze Zusammenfassung, was ihr dort eigentlich tut. Darauf habt ihr auf jeden Fall einen Anspruch. Und ganz, ganz wichtig, weil das kommt immer wieder vor, lustigerweise, Leute sind so intensiv dabei, sich ihr Praktikum zu suchen, machen ihr Praktikum, aber sie haben eigentlich nie der Schule Bescheid gesagt. Also das empfiehlt sich auch, der Schule nochmal vorher Bescheid zu geben, dass das auch kein böses Erwachen gibt, dass ihr voll angerechnet bekommt und so weiter. Das ist ein persönlicher Tipp, kommt zwar selten vor, aber ich sage es trotzdem, weil es hin und wieder vorkommt. Also informiert auch die Schule entsprechend, wie es ausschaut mit dem Praktikum. Genau, während des Praktikums gibt es auch einige Dinge, die ihr beachten solltet. Einfach als Tipp von mir, weil ich weiß, dass es in vielen Fällen einfach ignoriert wird. Erstens, jeder, der von seinem Chef Geld bekommt, auf die Hand oder auf sein Konto, muss einen Lohnzettel bekommen, eine Lohnabrechnung. Auf dieser Lohnabrechnung muss draufstehen, wie viel ihr bekommen habt
und wofür das bezahlt wurde. Diese Abrechnung müsst ihr euch ganz gut aufbewahren, weil das kann natürlich der Fall passieren, dass ihr Überstunden leistet, die dann aber auf der Abrechnung nicht oben stehen. Dann wissen wir, die waren einerseits verboten, klar, das heißt aber noch lange nicht, dass sie nicht bezahlt werden müssen. Und wir können aber nur dann, wenn wir einen Lohnzettel haben, überprüfen, ob sie bezahlt wurden oder nicht. Deshalb ganz gut aufbewahren. Und wenn wir schon von Arbeitszeit und Überstunden sprechen, man kann natürlich immer nur das beweisen, was man mitgeschrieben, dokumentiert hat. Mein Tipp ist deshalb immer, auch wenn das Praktikum eh nur 2 Monate dauert und ihr danach eh wieder in die Schule kommt, schreibt euch eure Arbeitszeit jeden Tag auf. Und zwar nicht nur, heute waren es 9 Stunden, also wäre verboten, heute waren es 8 Stunden, morgen oder übermorgen sind es vielleicht 7,5. Also nicht eine Summe bilden, sondern wirklich aufschreiben, wann bin ich gekommen, wann hatte ich eine Pause und wann war ich fertig. Nur dann, wenn ich selber einen Beweis mitführe, wie ich gearbeitet habe, kann ich später gegenüber meinem Arbeitgeber auftreten, vielleicht auch mit unserer Hilfe, und sagen, Moment, ich habe hier und hier und hier Überstunden gemacht, auf dem Lohnzettel hast du mir aber nur die normalen Stunden ausbezahlt und keine Überstunden. Also immer die Arbeitszeit dokumentieren. Einerseits kann das ein ganz simpler Kalender sein, den ihr beim Libro oder wo auch immer bekommen könnt. Daran muss man sich aber erst gewöhnen, dass man jeden Tag diesen Kalender rauspackt aus der Handtasche, aus dem Rucksack und sich das aufschreibt. Ja, mir wäre das vielleicht auch zu mühsam. Und deshalb hat die Arbeiterkammer vor 2 Jahren eine App entwickelt, die AK-Zeitspeicher-App. Die ist kostenlos, kann man sich runterladen. Das Gute an dieser App ist nämlich, ihr braucht in der Früh, wenn ihr in die Firma kommt, eigentlich nur auf Start drücken und wenn ihr rausgeht, auf Stopp drücken. Diese App speichert diese Arbeitszeit und das besonders Tolle daran ist, erstens, man kann diese Arbeitszeit nicht mehr abändern. Das heißt, der Chef kann nicht sagen, das hast du aber später nachkorrigiert, das stimmt so nicht, weil auf dieser App ist erstens gespeichert, wann ihr geklickt habt. Und zweitens ist auch der Standort, das GPS-Signal, sagt nämlich, wo ihr das eingegeben habt. Ich kenne aus meinen Beratungsfällen immer wieder die Vorwürfe von Chefs, die sagen, das stimmt nicht und das hat's eine geschrieben, der ist noch in der Straßenbahn gesessen, da hat's noch gar nicht gearbeitet. Ja? Diese App soll genau dieses Argument entkräften, indem die App auch speichert, wo ihr die Zeit eingegeben habt. Und wenn der Standort genau vor der Firma war, wird euch keiner sagen, ihr habt die Arbeitszeit gestartet, dass ihr noch in der Straßenbahn wart. Also ganz wichtig, eure Arbeitszeit immer dokumentieren und die exakten Zeiten Beginn, Pause, Ende aufschreiben. Genau. So, und jetzt kommen wir noch zu den Tipps nach dem Praktikum. Übrigens, das erste ist ein genereller Tipp. Ich meine, das ist ein Tipp fürs Leben, aber auch besonders, wenn es um das Thema Arbeiten geht, nicht voreilig irgendetwas unterschreiben. Nämlich, das hängt damit zusammen, dass ich oftmals einfach freiwillig auf Ansprüche verzichten kann, wenn ich meine Kraxen unter irgendwas mache. Bedeutet, wenn euch irgendwie in eine Situation kommt, und das ist nicht nur im Praktikum, das kann sein, wenn ihr in der Schule arbeitet, wenn ihr dann später arbeiten geht, lest euch das erstmal durch und sagt, ihr braucht Bedenkzeit. Dazu habe ich ein Recht, kurz und einfach. Ich habe ein Recht, wenn mir jemand was entgegenknallt und sagt, unterschreibt das, dass ich mir das zumindest durchlese, dass ich mir das überlege, was steht da drinnen und dass ich mir auch Beratung holen kann, ob das für mich dann nachträglich ist oder nicht. Und das ist ein Recht, das ich habe. Eben, ihr könnt auch im Nachhinein entsprechend Ansprüche auch einfordern. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel im Praktikum Überstunden gemacht habt und die eben nicht bezahlt worden sind etc., dann habt ihr natürlich auch einen Anspruch, auch das im Nachhinein einzufordern. Da gibt es aber sogenannte Verfallsfristen. Und diese Verfallsfristen hängen immer von der Branche ab, also vom Kollektivvertrag und sind sehr unterschiedlich. Also ich empfehle euch, wenn ihr Fragen habt im Praktikum, natürlich immer gleich anrufen oder gleich, wenn ihr das Praktikum beendet habt, sich melden, weil in vielen Fällen fragen dann die Leute ein halbes Jahr lang später an und sagen, hey, ich habe das und das gemacht im Sommer. Und man muss ihnen sagen, ja, tut uns leid, Pech gehabt, der Anspruch ist verfallen. Und noch eine dritte Sache, es gibt die sogenannte Watchlist Praktikum. Das ist eine Internetseite, wo ihr anonym ein Praktikum melden möchtet, also könnt. Wenn ihr sagt, euch ist das komisch vorgekommen, was Bezahlung betrifft, was Arbeitszeit betrifft etc., wie auch im Betrieb mit euch umgegangen ist, das ist auch immer eine wichtige Sache, könnt ihr das auch anonym melden. Genau. Genau.
Ja, eine Fragerunde machen wir ohnehin auch gleich. Es gibt, glaube ich, sicher auch Online-Fragen. Wir wären mit unserem Inhaltlichen mal am Ende. Wenn ihr uns mit Fragen, mit Beschwerden, mit Kommentaren persönlich kontaktieren wollt, den Christian findet ihr bei der GPA im 3. Bezirk, mich findet ihr in der Arbeiterkammer im 4. Bezirk. Mir ist ganz klar und bewusst, dass das heute ziemlich viel war. Ja, viel Input, viel Rechtliches, dieses komische Gesetz, wie hat das nochmal geheißen? Für mich ist wichtig, dass zwei Dinge hängen bleiben. Erstens, obwohl es nur ein Praktikum ist, das zeitlich begrenzt ist, das ihr während eurer Ausbildung macht, ihr habt Rechte und diese Rechte müsst ihr und dürft ihr einfordern. Und das Zweite ist, mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass wir für euch da sind. Wenn es Probleme gibt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt euch immer an die Arbeiterkammer oder an die Gewerkschaft wenden. Dort wird man euch immer versuchen zu helfen, weil es einfach ganz wichtig ist, dass sich die Leute um ihre Rechte kümmern, sie sich informieren. Nur dann kann man tatsächlich auch einen Kampf führen gegen Ausbeutung und gegen schlechte Bezahlung. Das geht nur, wenn die Leute wissen, was steht mir zu, was darf ich und was muss der Arbeitgeber mir alles gewähren. Und das ist eigentlich das Wichtigste und ich hoffe, das bleibt für heute hängen. Wie gesagt, ihr könnt euch immer an uns wenden. Wir sind in diesen, unter diesen Telefonnummern auch erreichbar. Genau. Und nachdem ja nicht alle, danke, nachdem ja nicht alle, die heute zusehen, aus Wien sind, es gibt in jedem Bundesland, in jeder Arbeiterkammer eine Person, die für Praktikantinnen und Praktikanten zuständig ist und an die man sich wenden kann, wenn man auch nur allgemeine Fragen zum Pflichtpraktikum hat. Also auf dieser Österreich-Karte stehen die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen drauf. Für die, die in den Bundesländern wohnen, bitte einfach hinwenden. Genau. Vielleicht nochmal da ganz kurz. Also das mit dem sich an die Arbeiterkammer, an die Gewerkschaft wenden, gilt natürlich nicht nur für euch, für euer Pflichtpraktikum, sondern gilt für Mutter, Vater, für eure Verwandten, für eure Freunde. Wenn euch einfach was Seltsames vorkommt, ruft einmal an, lieber einmal zu viel anrufen, einmal zu viel eine Frage gestellt haben, als einmal zu wenig. Ist einfach ein Tipp, seid nicht zu faul, sondern greift zum Telefonhörer und ruft an. Ja. So, wir hätten jetzt noch für die Fragen. Gibt es online eigentlich Fragen? Nein. Habt ihr noch Fragen? Ist irgendeine Frage nicht beantwortet worden, die ihr gerne beantwortet? Ja, sie hätten noch eine Frage oder du hättest noch eine Frage. Ja, meine Frage ist, darf man sein Praktikum vorzeitig beenden, falls es Unannehmlichkeiten gibt? Man kann ein Praktikum natürlich, wie jedes andere Arbeitsverhältnis, natürlich auch vorzeitig beenden. Ihr müsst euch nur im Klaren sein, und das muss man immer mit der Schule absprechen, inwieweit dieser vorzeitige Abbruch dann zu Konsequenzen für die Schule führt, natürlich. Weil wenn ihr 300 Stunden, ich glaube in der Hack sind es 300 Stunden Praktikum, wenn ihr diese 300 Stunden erbringen müsst und ihr habt vorzeitig abgebrochen, dann ist die Frage, ob euch die verbleibende Zeit dann trotzdem angerechnet wird. Das ist gesetzlich tatsächlich nicht verankert. Das heißt, das bestimmt jeder Schulleiter, jede Schulleiterin persönlich. Ich empfehle immer, bevor ihr rechtliche Schritte unternehmt, auch mit der Schule Rücksprache zu halten, die Situation zu schildern und wenn das wirklich krasse Missverhältnisse sind, die dort herrschen und es ist unzumutbar für euch, dort weiterzuarbeiten, dann wird wohl auch jeder Schulleiter ein Auge zudrücken. Aber es kommt immer auf den Einzelfall an und da empfehle ich immer davor, mit der Schule Rücksprache zu halten. Aber rechtlich gesehen, ja, man kann jedes Arbeitsverhältnis vorzeitig beenden. Ja. Das gilt, wenn man eine 5-Tage-Woche hat. Ich glaube, wir sollten die Frage nochmal online. Ja. Also, dass die Frage war? Also auf einer Folie stand, dass man pro Monat circa 2 Tage ja. Urlaub hat. Heißt das, dass man 1,5 Tage Urlaub hat und die restlichen 4 Stunden arbeiten muss? Oder wie ist das? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich. Also vielleicht ganz kurz, es geht dann um den sogenannten Urlaubsanspruch. Also das heißt, da gibt es eine Formel, wie man das ausrechnet, wie viel Urlaubsanspruch du hast. Grob gesprochen 2 Tage. Es geht darum, um den Urlaubsanspruch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch länger arbeite, sagen wir, wenn ich ein ganzes Jahr durcharbeite,
muss ich ja nicht jedes Monat zwei Tage in Urlaub gehen, sondern ich kann mir den Urlaub planen. Also weil natürlich im Sommer gehen alle gern irgendwo hin baden und im Winter geht man vielleicht Skifahren oder so. Also da hängt natürlich, also du hast den Anspruch, den erwirbst du und du erwirbst dir, je mehr Monate du arbeitest, desto mehr Urlaubsanspruch erwirbst du. Und die Einteilung ist, wie gesagt, das ist die Geschichte, wo du dann mit deinem Chef, mit deiner Chefin dir das ausmachen musst, dass es für euch beide passt. Also wenn wir sagen, du hast ein zweimonatiges Praktikum und du hast im Durchschnitt zwei Tage pro Monat, pro gearbeiteten Monat Urlaub. Ja, das heißt, du hast am Ende, kurz bevor das Praktikum endet, zusammen vier Tage fürs erste und fürs zweite Monat. Dann kannst du dir aussuchen, zum Beispiel in der letzten Woche, wahrscheinlich wirst du von Montag bis Freitag arbeiten, dass du nur noch am Montag in die Firma gehst und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag diesen Urlaub konsumierst. Dann hast du eben eine kürzere Woche und du hast deine Urlaubstage noch vor dem Ende konsumiert. Also du musst nicht diese zwei Tage in dem jeweiligen Monat verbrauchen. Du kannst es wie in den Rucksack stecken, mitnehmen und wann auch immer es für beide Seiten passt, kann man sich den Urlaub ausmachen. Die meisten machen das wirklich so, dass sie es am Ende konsumieren, dass sie einfach früher weggehen, weil dann sind sie für die Firma quasi abgeschrieben, ja, und kommen dann nicht mehr, sondern dann machen sie alles per E-Mail oder per Telefon. Genau. Gibt es sonst noch Fragen? Da drüben ist noch eine. Ja? Achso. So, es wird auf das Mikrofon gewartet. So, bitte ein bisschen, einmal noch kurz, wir sind ja in der Zielgeraden, also. In der letzten Business-Training-Stunde haben wir einen Artikel darüber gelesen, dass mittlerweile 30.000 Personen jährlich ein Praktikum suchen. Und weil es dann halt immer schwerer wird, für seine Rechte zu kämpfen, da es schon so viele sind und manche es einfach aufgeben und irgendwelche Berufe, Praktika nehmen, die dann schlecht bezahlt werden, wurde ein Vorschlag im Artikel gebracht, und zwar sogenannte Arbeitsbasare in Schulen einzuführen und in Hacks und HTLs. Und wie sehen Sie das? Du müsstest mir nochmal ganz kurz sagen, was verstehst du unter so einem, also so eine Praktikumsbörse quasi, wo Unternehmen drinnen stehen, die zum Beispiel ein Praktikum anbieten. Ja. Also vielleicht nochmal zur Wiederholung. Die Frage war, wie schaut's aus wegen so Praktikumsbörsen, also Stichwort, da sollen alle Unternehmen drinnen stehen, die gerne, also die Praktika anbieten wollen. Fände ich sehr, sehr sinnvoll, kurz und einfach. Weil, also die Situation ist immer wieder, dass viele Leute suchen. Es haben ja viele Schulformen mittlerweile ein Pflichtpraktikum, also es ist ja nicht nur die HAK oder die HASCH, sondern gibt's ganz viele, gibt's die HTL noch und so weiter und so fort. Und es suchen sehr viele Leute Praktika, und das ist, glaube ich, generell ein Problem, dass man sagen muss, okay, da muss aber auch zum Beispiel, da müssen auch die Unternehmerinnen und Unternehmer auch entsprechend auch Plätze auch anbieten. Und ich fände den Vorschlag sehr, sehr vernünftig, weil es natürlich auch die Schülerinnen und Schüler entlastet, weil ich weiß nicht, eure Lehrerinnen und Lehrer unterstützen euch ja dabei, ein Praktikum zu finden, ist natürlich halt aber auch immer eine Zeitfrage. Und je mehr Unterstützung man bekommt, desto einfacher ist es. Und ich glaube, so eine Praktikumsbörse, wo einfach mal Unternehmen auch vielleicht drinnen stehen, die wirklich auch Praktikantinnen nehmen und wie viele und so weiter und so fort, ich glaube, das wäre ganz was Hilfreiches, was vielen Leuten auch einfach viel Zeit und Energie sparen würde. Weil natürlich, weil man schreibt ja Bewerbungen und vielleicht bekommt man gar keine Antwort oder man kommt Absagen, das ist natürlich auch frustrierend. Und ich glaube, da könnte so eine Praktikumsbörse durchaus Abhilfe schaffen. Und weil ich ganz kurz auf dieses Thema Bewerbungen noch komme, lasst euch da nicht unterbuttern, wenn ihr zum Beispiel Absagen und so weiter bekommt. Es ist hin und wieder hart, auch einen Praktikumsplatz zu bekommen, aber lasst euch da, wie gesagt, nicht unterbuttern. Glaubt an euch selber, dass ihr das könnt, und entsprechend hin und wieder muss man auch im Leben leider Niederlagen einstecken. Aber ich kann da nur zustimmen, also bei mir damals, in meinem Fall, als ich 15 war, ich habe, ich weiß nicht, 40 oder 50 Bewerbungen ausgeschickt. Ich habe nicht mal eine Antwort oft bekommen. Und erst durch Kontakte in der Schule, weil jemand mal dort war, wo ich dann hingegangen bin, hatten wir die Möglichkeit, einen Kontakt herzustellen. Ich meine, ich habe damals 300 Euro bekommen in einem weißen Kuvert und ich war nicht mal bei der Krankenkasse gemeldet. Wenn ich das heute erzähle und mir selber durchdenke,
wie naiv ich war, aber woher hätte ich denn wissen sollen, dass das nicht stimmt? Ich wusste, meine ganze Klasse hat ein Praktikum. Ich war der Einzige, man hat dauernd gesagt, na Philipp, was ist, wo ist dein Praktikumsplatz? Ja, ich hab keinen. Ja. Irgendwann einmal habe ich halt diese Hotelstelle bekommen, gar nicht gemeldet, scheint nirgends auf in meinen Versicherungsdatenauszug. Und da ist es super, dass man sich einfach auch in der Schule intern austauscht und wenn man eine positive Erfahrung mit einem Praktikum gemacht hat, dann schickt die Adresse an die Schule, macht eine Plattform, eine Börse, wie auch immer und nehmt die Betriebe vor allem, die bereits geprüft sind und wo gute Erfahrungen vorliegen. Ja, nur dann funktioniert das wirklich. Ist recht, ja. Also die Praktikumsplätze werden nicht mehr und es gibt aber immer mehr Schulen und immer mehr Lehrformen, die ein Praktikum vorsehen. Das ist klar. Nur ich finde das ja auch nicht nur aus unserer, also Arbeitnehmersicht, sondern auch aus der Arbeitgebersicht extrem wichtig, dass man in junge Menschen investiert. Warum? Weil sie jung sind, das heißt, sie sind produktiv, sie leisten viel, sie werden seltener krank und die Wirtschaft beklagt sich doch selber, dass sie einen Fachkräftemangel hat. Aber ihr seid doch die zukünftigen Fachkräfte. Also das ist doch die beste Investition auch für eine Firma, Praktikantinnen und Praktikanten aufzunehmen, denen man jetzt schon Wissen mitnimmt, nicht so super bezahlt wie andere Arbeitnehmergruppen. Und diese Menschen dann, wenn sie fertig sind mit der Schule, auch zurückholen kann. Aber das ist noch nicht in allen Wirtschaftsbereichen durchgedrungen. Versuchen wir immer wieder irgendwie publik zu machen, aber nicht jeder Arbeitgeber sieht es so wie wir. Da hinten war noch eine Frage. Was sollte man tun, wenn das Pflichtpraktikum ein Albtraum ist? Hast du Watchlist? Ja, also... Vielleicht da gleich schnelle Antwort. Also erstens mal natürlich, wenn sagen wir mal so, es gibt immer wieder Situationen, es ist mal die Frage, also wenn mein Arbeitgeber mich wirklich schlecht behandelt, und da gibt es ein ganzes Sammelsurium an Dingen, von Beleidigungen bis teilweise Tätigkeiten und so weiter, das sind aber immer sehr Ausnahmen, muss man sagen. Also das ist jetzt nicht, dass ihr da rausgeht und glaubt, die Welt und alle Unternehmerinnen und Unternehmer sind böse, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt aber hin und wieder immer schwarze Schafe. Und wenn ich bei so einem schwarzen Schaf bin, dann habe ich natürlich auch das Recht, einfach ein Praktikum auch abzubrechen. Dann geht wieder, dass ihr das bitte mit eurer Schule also absprecht. Und sagt, hey, liebe Schule, lieber Herr Direktor, liebe Frau Direktorin, ich bin in einem Betrieb gelandet, wo es halt einfach absolut nicht passt, wo ich ungut behandelt werde und ich möchte dort nicht mehr sein. Aber das sprecht bitte auch nochmal mit der Schule ab. Rein vom Arbeitsrechtlichen her könnt ihr, wie gesagt, sogenannt austreten aus dem Arbeitsverhältnis, könnt sagen, wisst was, wenn ihr zum Beispiel eben mich schlecht behandelt, also wenn zum Beispiel Stichwort Beleidigung, dann habe ich auch das Recht zu gehen, kurz und einfach. Aus meiner Erfahrung kann ich noch sagen, also ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, egal wie alt sind und die zu mir kommen, viele arbeiten ja noch bei der Firma und kommen nicht erst am Ende, wenn der Lohnzettel nicht stimmt. Und viele kommen genau mit solchen Problemen. Ich arbeite, ich habe den Job eh schon 8 Monate lang gesucht und ich habe 2 Kinder zu Hause, ich kann nicht einfach gehen, bitte helfen Sie mir, es kann ja nicht so viel verlangt sein oder anders, es kann nicht sein, dass wenn der Chef mich wie Dreck behandelt, dass meine einzige Option ist, das Handtuch zu werfen, weil dann kommt der Nächste, der genau das gleiche Problem haben wird. Ja? Und was ich dann immer wieder anbiete auch, und das biete ich natürlich auch Praktikanten, Praktikantinnen an, kommt zu uns, wir können ein Schreiben an euren Arbeitgeber schicken und ihn genau auf die Pflichten hinweisen, die ein Arbeitgeber auch befolgen muss. Es gibt eine Fürsorgepflicht, die ist in einem Gesetz verankert. Das heißt, euer Arbeitgeber muss euch nicht jeden Tag loben und sagen, wie toll ihr seid, aber er muss euch wie einen Menschen behandeln und nicht wie einen Untertanen. Und solche Briefe helfen sehr oft, gerade bei Praktikantinnen und bei Praktikanten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr wegen so einem Brief rausgeworfen werdet, ist eher gering, statistisch gesehen. Also die meisten Chefs, wenn sie so einen Brief bekommen und sehen, oje, der war schon bei der AK oder bei der Gewerkschaft, nehmen sich ein bisschen zurück. Ja, also nicht gleich aufgeben, Schule anrufen, sagen, ich breche ab, sondern versuchen auch über den Weg zu uns eine Lösung zu finden, die dann auch für beide passt, ohne dass man es gleich abbricht. Ja, da war noch eine Frage. Ja, ein Schüler hat gefragt, ob man das Recht hat, ein Praktikum vorzeitig abzubrechen. Ja. Meine Frage ist, ob man die geleisteten Arbeitsstunden trotz des Abbruches bezahlt bekommt. Ja. Einfach gut. Ganz klar. Ja. Es gibt keine Gratisarbeit in Österreich. Ich weiß,
dass es immer wieder Praktika gibt, die unbezahlt sind. Das sehe ich absolut kritisch. Ich als Philipp, aber auch ich als Arbeiterkammer und der Christian als Gewerkschaft und der Christian auch als Christian. Das sehen wir extrem kritisch, weil wir in unserem Staat einfach keine Gratisarbeit haben. Und wenn ihr gearbeitet habt, das heißt, wenn ihr, diese Checkliste habt ihr noch im Kopf, wenn ihr in diesem Betrieb wart und ihr habt eine Leistung erbracht, egal ob die kürzer oder länger gedauert hat, ob sie beendet wurde oder vorzeitig abgebrochen wurde, was ihr geleistet habt, das gehört bezahlt. Praktikanten, Hilfsarbeiter, Facharbeiter oder Geschäftsführer, ist ganz egal. Ja, Gratisarbeit gibt es nicht und wenn es sie gibt, dann darf es sie nicht geben. Und auch da bitte ich euch, zu uns zu kommen. Wenn ihr ein Problem hättet, dass der Chef sagt, du bist mitten im Monat gegangen, ich zahle dir nichts, was soll die Frechheit? Ja, komm zu uns, das werden wir auf jeden Fall für dich durchboxen. Ja, genau. Gut, wir sind eh schon ziemlich am Ende der Zeit. Wir hätten noch eine Frage an euch, die wir in Form eines, ich muss nicht Augen verdrehen, es wird gleich cool, ich sag's euch. Wir haben uns nämlich überlegt, auch eine Frage in die Runde zu stellen, einerseits an die, die zuschauen online, andererseits auch an euch im Saal, und die in Form eines Gewinnspiels abzuwickeln. Ja, unsere Frage, und das interessiert mich wirklich auch persönlich, ist eure Meinung zum Thema, wofür braucht es in euren Augen eine Arbeiterkammer und eine Gewerkschaft und was erwartet ihr euch persönlich von Arbeiterkammer und Gewerkschaft? Ja, es gibt keine richtige und keine falsche Antwort. Mich interessiert extrem, auch deshalb, weil junge Menschen oft um ihre Meinung gar nicht so konkret gefragt werden bei Themen wie diesen. Ja, warum braucht es die Arbeiterkammer und was erwartet ihr euch heute, aber auch in eurem späteren Leben von AK und Gewerkschaft? Diese Frage könnt ihr einerseits online beantworten, oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken an pflichtpraktikum@akwien.at. Kann man da was einblenden zum Gewinnspiel? Online ist es eingeblendet. Okay. Kann man entweder online in diesem Livestream-Bild, da werden euch eure Lehrerinnen und Lehrer sagen, wo man das findet, könnt ihr dort euren Kommentar hineinschreiben oder ihr schickt uns eine E-Mail bis heute 18 Uhr an pflichtpraktikum@akwien.at, akwien zusammen kleingeschrieben, und unter den, wo wir sagen, das sind die konstruktivsten, die interessantesten Beiträge, da werden wir 5 herauspicken, die werden wir kontaktieren, da haben wir auch Bluetooth-Kopfhörer, die wir verlosen und diejenigen werden dann auch von uns kontaktiert. Also nochmal die Frage, was erwartet ihr euch von der Gewerkschaft und von der Arbeiterkammer und warum sind sie für euch persönlich wichtig? Okay, ich glaube von unserer Seite wäre das alles. Wir sagen mal danke für eure Aufmerksamkeit. Wir dürfen uns bei euch ganz herzlich bedanken für die wichtigen Informationen. Alle Zuseher online und auch euch im Saal darf ich einladen, redet darüber, nutzt die Informationen für die Planung eurer ersten und weiteren beruflichen Erfahrung. Und mit einem großen Applaus aus der BH10, Gruß nach ganz Österreich und alles Gute für euer Praktikum. Applaus